Und ich begrüße in der heutigen Sendung Buchkritikerin Wendy Shields. Immer wieder ein Vergnügen. Ich habe das von dir und Ted gehört. Du hast was genau gehört? Alle 7 Jahre juckt es ihn plötzlich in den Fingern. Er wird rastlos und macht irgendwas Kindisches. Ich fahre nicht mit dir nach Hause, Wendy. Oh, anstatt sich ein Motorrad zu kaufen, hat Daddy sich für einen Seitensprung entschieden. Wer ist da? Dawan Singh Tour. Sie haben jetzt eine Fahrstunde. Was ist passiert? Wir sind gefahren. Das ist gut. Wurde aber auch Zeit, dass du fahren lernst. Ich hatte einen Ehemann, der fahren konnte. Ach, Ted. Wo finden die bloß diese ganzen Flittchen? Junge Dinger. Die können sie formen, wie es ihnen gefällt, ihnen Tricks beibringen. Lernen Sie, alles im Blick zu behalten. Das größte Problem sind die anderen. Man kann sich nicht darauf verlassen, dass sie sich vernünftig verhalten. Ach, was sie nicht sagen. Über welches Geschenk freut sich eine Frau? Schwer zu sagen. Über Süßigkeiten? Blumen? Jaslyn? Darwan? Sie stammt aus einem Dorf in der Nähe meiner Heimat. Meine Schwester hat sie ausgewählt. Jetzt, wo du verheiratet bist, wie wär's mit einem Doppeldate? Sieh dich vor. Warum wollen Sie fahren lernen? Weil ich von hier weg will. Manchmal will ich einfach nur meinen Verstand abschalten. Dafür mache ich Yoga und meditiere. Ich nehme Schlaftabletten. Wenn ein Mann eine Frau heiratet, werden sie zu einem Geist. Ich weiß nicht, was ich von der Ehe erwartet hatte. Nur, dass sie für immer hält. Warum sind Sie Fahrlehrer? Für einen besseren Job dürfte ich weder meinen Turban noch meinen Bart tragen. Aber so weiß ich, wer ich bin. Wie konnte ich nur glauben, dass ich je würde fahren können? Ich kann nur alles und jeden um mich herum vernachlässigen. Ich habe nie gelernt zu kochen, weil ich dachte, meine Mutter würde mich ewig bekochen. Auf einmal lag die halbe Welt zwischen uns. Jetzt muss ich kochen. Und die Pointe? Keine Pointe. Ich mache den Führerschein. Eine schreckliche Vorstellung. Dämlicher! Wir müssen über Wut im Straßenverkehr reden. Es ist völlig egal, was in Ihrem Leben gerade vorgeht. Wenn Sie hinter einem Lenkrad sitzen, dann gibt es nichts als Ihr Leben. Hier und jetzt.